Die Schüler der 11a und der 11e diskutieren heute hinter uns in dem Multifunktionsraum mit Politikern aller 6 Fraktionen über unterschiedliche Themen. Wir sind über die Veranstaltung informiert worden und fanden das eigentlich total toll, dass man so die Gelegenheit hat, das, was im PGW-Unterricht bei dir ja unterrichtet wird und was im Deutschunterricht bei mir, also das Argumentieren zum Beispiel und die Urteilsbildung, sie jetzt eben die Gelegenheit haben, praktisch mit Experten zu diskutieren. Und ich finde aber jetzt, was ich so beobachte, das ganz spannend, dass sie doch das auch sehr ernst nehmen und sehr sachlich auch bleiben, ganz ruhig und wirklich gut zuhören. Nächstes haben wir ein kleines Warm-up vorbereitet, das ist ein kleines Quiz. Dazu hat Emily hier an jedem Tisch ein Quiz verteilt, wo die Politiker dann gleich einmal hingehen. Wie viele gesetzliche Feiertage gibt es in Hamburg 2018? Also wir haben gerade einen erweitert, ich glaube, wir sind von 9 auf 10. Also es ist nicht das erste Mal, dass ich an einer Dialog-P-Veranstaltung teilnehme. Das ist ein super Format, finde ich, weil es anders als in einer Podiumsdiskussion, wo die Politiker unter sich reden, wir die Gelegenheit haben, mit Schülerinnen und Schülern direkt in Dialog zu treten. Besprochen von Einführung Wahlpflicht, Jugendstrafrecht, Kopftuch. Die Antworten waren sehr differenziert, die hatten sich sehr gut vorbereitet. Das heißt, man muss sich auch wirklich anstrengen, um seine Argumente durchzubringen. Und es macht total viel Spaß, auch mit jungen Menschen zu diskutieren. Also ich finde das super. Also du kannst ja niemanden zwingen, sich für eine bestimmte Partei zu entscheiden. Das sind ja alles kluge junge Menschen, ja, die auch gut vorbereitet sind, die auch etwas haben, was man immer normalerweise lernen muss, nämlich diszipliniert zu argumentieren und nicht immer dazwischen zu reden, wie manche Leute das in Talkshows machen. Alle sind gut vorbereitet, alle sind interessiert, so dass sie die Argumente, die ich gebracht habe, alle schon kannten. Ja. Also, aber trotzdem hat Spaß gemacht. Wir alle waren uns einig in den Argumenten, dass keine Wahlpflicht eingeführt werden soll. Sowohl zwischen den Politikern, auch zwischen unserer Gruppe, zwischen den Schülern. Und das stärkste Argument wurde gebracht, und zwar lautet das, dass es nicht darum geht, dass die Kinder bestraft werden in Form von einer Strafe, dass sie weggesperrt werden, sondern darum, dass die Kinder als ein besserer Teil in die Gesellschaft zurückkehren. Dann würde ich sagen, fangen wir mit der ersten Frage an. Also sollten mehr Gesetze anhand von Volksentscheid verabschiedet werden? Also bitte einmal, wer dafür ist, die Grüne, und wer dagegen ist, die Rote. Also als erstes haben wir natürlich deren Meinung erfahren, was sie zu den verschiedenen Themen, die wir heute hatten, denken. Wir konnten sie Fragen stellen, mal direkt von Person zu Person mit einem Politiker reden. Und wir als meisten Neuwähler bei der nächsten Bundestagswahl haben da auch jetzt eine Idee von, was wir wählen, was unsere Interessen mit den Hand in Hand geht quasi. Danke an euch, viel Spaß gemacht.